Hallo und herzlich willkommen in meiner verrückten Welt. Ja, ich bin gerade dabei, kleine Weihnachtspräsente zu bereiten. Ich habe jetzt die nächste Zeit Weihnachtsfeiern und brauche da kleine Geschenke. Bin gerade dabei, Marmelade einzukochen und habe mir gedacht, warum filmst du eigentlich nicht die Marmelade, die du jedes Jahr wieder verschenkst? Ja, also habe ich mir gedacht, ich nehme euch dazu. Es ist auch überhaupt nichts Weltbewegendes. Denn das ist eine Eigenkreation. Es gibt schon so viel Weihnachtsmarmeladen und Glühweinmarmeladen, was weiß ich, keine Ahnung. Ich habe einfach eine ganz einfache Marmelade, die total lecker schmeckt, beziehungsweise es ist ein Gelee. Und zwar, wenn ich am Kuchenbacken bin, brauche ich des Öfteren Sauerkirschen. Den Saft der Sauerkirschen brauche ich meistens beim Kuchenbacken nicht. Den tue ich dann beiseite und nutze den dann ganz gern zum Gelee-Kochen. Also, ich sage euch mal, was ihr braucht. Ihr braucht 400 Gramm Sauerkirschsaft, also von den Kirschgläsern, die Flüssigkeit. Dann braucht ihr 250 Gramm Orangensaft, 50 Gramm Amaretto und dann kommt bei mir noch ein Schuss Tonkabohne mit rein. Mehr ist es nicht. Ich brauche hier auch nicht unterbrechen, das geht jetzt ratzfatz. Ihr braucht bitte heiß ausgekochte Marmeladengläser. Das habe ich mir schon so weit vorbereitet und dann fangen wir auch schon an. Wir geben 250 Gramm Orangensaft. Dann der Kirschsaft. Gramm Amaretto. Dann die Tonkabohne. Seid bei der Tonkabohne bitte vorsichtig. Wenn die zu stark rein, also wenn da zu viel reinkommt, dann schmeckt es too much, dann ist es zu intensiv. Also wirklich behandle es wie eine Muskatnuss. Also wirklich nur eine Prise reinreiben. Fertig. Das ist wirklich nur zur Untermalung vom Geschmack und das schmeckt total lecker. Das haben wir. Jetzt brauchen wir ein Päckchen Gelierzucker, 2 zu 1. Und jetzt wird das Ganze 14 Minuten 100 Grad Stufe 2 eingekocht. Es ist ganz wichtig, dass bei der Marmelade, Mousse, Gelee, egal was ihr macht, es muss mindestens 4 Minuten sprudelnd kochen. Also immer mal darauf achten, bei mir reichen eigentlich immer die 14 Minuten, aber ihr könnt es ja sehen, wenn die Zeit bei 5 Minuten ungefähr ist, noch Restzeit ist und der ist noch nicht bei 100 Grad, dann könnt ihr mal kurz hochdrehen, dass das anfängt zu sprudeln, weil das Gelee oder der Zucker muss mindestens 4 Minuten sprudelnd kochen, damit er auch wirklich geliert. Dann braucht ihr keine Gelierprobe machen und die Welt ist in Ordnung. Ich warte, bis die Zeit abgelaufen ist und dann hole ich euch wieder dazu. Ihr Lieben, ich habe gewusst, ich habe wieder was vergessen. Gebt zu der Masse, bevor sie also, gleich am Anfang einen Teelöffel Öl dazu. Damit verhindert ihr, dass das nachher schäumt. Und dann nicht den Messbecher aufsetzen, sondern das Garkörbchen oder euren Spritzschutz vom TM6, damit es nicht überkocht. So, jetzt warten wir, bis es fertig ist und dann geht's weiter. Mein Gelee ist jetzt fertig. Ich hole euch mal wieder dazu. Wow, das duftet durch diese Tonkabohne, das ist wirklich der Wahnsinn.
Ich hole euch ein Stück weiter runter. Ich habe mir hier die Gläser schon ausgespült, sterilisiert. Und jetzt werde ich das hier einfach in die Gläser einfüllen. Ihr seht, da ist kein Schaum drin. Das liegt einfach am Öl. Und jetzt fülle ich mir das in die Gläser. Also, meine Marmelade ist jetzt fertig gekocht. Ich habe jetzt die Deckel drauf gemacht und lasse das jetzt so gut eine Stunde bis anderthalb auf Zimmertemperatur runterkühlen. Und dann ist bei Gelee immer wichtig, dass man es dann in den Kühlschrank gibt, um fest werden zu lassen. Und das war's auch schon. Probiert's mal aus, die schmeckt wirklich total lecker. Orange mit Amaretto und Kirschsaft und dem Schuss Tonkabohne. Das hat wirklich was. Probiert's mal aus, schreibt's mir in die Kommentare, ob's euch geschmeckt hat. Ich verschenke die jetzt die nächsten Tage, werde auch noch gebrannte Mandeln machen. Das ist eigentlich so immer das, was ich gerne so als Mitbringsel verschenke. Ein Tütchen gebrannte Mandeln und eine selbstgemachte Marmelade, da fährt jeder drauf ab. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal und schön, dass ihr da seid. Ciao!